Ja, willkommen zum vorletzten Rennen der Fans Game, die EPC-Liga. In Brasilien 100% Renndauer, heißt anderthalb Stunden geballte Spannung. Und ja, wir starten von der 4 mit harten Reifen. Joker ist leider vor dem Rennen disconnected, deswegen sind alle in der Grid 1 nach hinten verschoben. Aber nur hat technisch, wenn wir jetzt oben hinschauen, geht sofort auf 4. Und los geht der große Preis von Brasilien. Start ist relativ durchschnittlich, verwenden ein bisschen Chaos und probieren hier innen erst runterzuschalten und einfach innen zu bleiben, wo DH uns leicht übersieht, und aber nichts passiert im Grunde genommen. Also ist eigentlich egal, dass es da eine Berührung gab. Verwenden ein bisschen Chaos, um dran zu bleiben. Sie bleiben auf P4. Hinter DH und vor Shadow. Mein Teamkollege startete von der 7. Und ja, das Ziel ist 3 Stop bei uns. Auf hart starten, dann nur noch weich zu fahren. Runde 19 habt ihr eben gesehen, plane ich meinen ersten. Und hier berührt mich Shadow und überholt mich dadurch, was ich in dem Moment, glaube ich, nicht ganz so lustig fand, deswegen hier auch gleich probiert habe, ihn wieder zu überholen, was auch nicht ganz so geklappt hat. Bleibt Shadow in, wir fahren zu zweit durch die Kurve und Shadow ist vorbei. Probieren wir hier einfach innen zu bleiben, um ja, seine Linie so ein bisschen zu zerstören. Hey Leute, ach nee, das ist das Sehen, was ich dachte, das wäre Seh das. So, okay. Und probieren jetzt hier eine Attacke uns reinzubremsen, was auch relativ gut klappt. Ein hartes Manöver, aber Shadow hat sich auch ein bisschen mit Schieben und Drücken an uns vorbeigezwängt, von daher geht das in Ordnung, denke ich mal. Also, das ist halt so wild. Er hat es bei mir in etwa genauso gemacht. Hier habe ich fast schon in der ersten Runde Brain AFK Boxenmauer-Kontakt. Und bremst hier ein bisschen früh, weil ich im Testrennen immer zu spät gebremst habe. Und ja, da räume ich meinen Teamkollegen fast aus dem Weg. Der fährt dadurch erstmal vorbei jetzt. Und die ersten drei setzen sich schon ordentlich ab. Also mein Teamkollege und ich starten auf hart. So ein bisschen antizyklisch fahren, während er hier ein bisschen laggt. Und ich mich dadurch ein bisschen verjagt habe. Aber ist alles gut gegangen. Hinter mir ist Shadow ganz dicht dran. Und schon wieder laggt Luis ein bisschen nach hinten, nach vorne. Also war nicht so lustig, auch Shadow so ein bisschen verwundert, was da jetzt gerade abgeht mit Luis. Ich bremse wieder ein bisschen zu früh. Shadow kann sich hier innen reinbremsen. Und hinter uns sieht man den ganzen Zug, wenn sich die drei vorne absetzen können. Von der Pace her muss ich sagen, ich habe jetzt eine relativ gute Pace gehabt. Hatte ich auch schon letztes Jahr auf der Strecke. Ich weiß nicht warum, generell habe ich jetzt nicht so viel dafür getan. Also anscheinend liegt mir die Strecke einfach sehr, sehr gut. Aber ich habe schon hier deutlich mehr trainiert als zum Beispiel für Austin. Also ich bin schon mit einer ganz guten Erwartungshaltung ins Rennen gegangen, habe mir eine gute Taktik überlegt, denke ich mal. Und springe jetzt in Runde 3 und gleich wird eine Sache passieren, die ich mir selber nicht ganz erklären kann. Ja, wofür ich auch nochmal in dieser Stelle in dem Video ein großes Sorry gleich sagen muss. Ihr werdet es gleich sehen. Hier in der Kurve passt alles soweit ganz gut. Luis kann sich ein bisschen von mir absetzen und ich bin hier im Zweikampf mit Shadow. Und auf einmal passiert das hier. Ich ziehe rüber und dränge ihn einfach von der Strecke. Ich weiß nicht, was ich da mir dabei gedacht habe. Ich habe auch selber keinen Plan mehr. Also ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Ich kann mir das nicht erklären. Eigentlich mache ich so einen Scheiß nicht. Sowas ist scheiße unsportlich. Und ich verstehe auch nicht, warum ich ihn nicht vorbeigelassen habe. Naja, egal. Ich erwarte dafür auf jeden Fall, denke ich mal, irgendeine Strafe wird auf mich zukommen. Davon gehe ich mal aus. Zum Glück ist Shadow nicht zu viel passiert. Also, Haken hinter die Sache machen und am besten schnell vergessen so einen Scheiß und nie wieder machen. Das ist das Wichtigste. Wenn wir jetzt langsam unseren Rennrhythmus gefunden haben, nach 5-6 Runden auf Luis aufgeschlossen haben. Von der Pacer würde ich sagen, bin ich schon auf dem Niveau der Spitzenleute. Nur, man muss sich erstmal ein bisschen reinfinden in das Rennen. Es kann nicht gleich von Anfang an, bei mir ist es zumindest so, nicht gleich von Anfang an voll gepusht werden. Und wir sind jetzt hier direkt hinter unserem Teamkollegen. Passen auf, dass wir ihn nicht berühren. War gleich der, ist vorbei sonst. Er selber hat auch gemerkt, dass ich schneller bin, hat schon gesagt, ohne dass ich irgendwas gemeint habe. Fahr im DRS vorbei, wenn du es kannst. Ich hatte einen leichten Quersteher in am Ausgang auf diese lange Gerade, aber benutze jetzt einfach Fett und probiere hier vorbeizukommen. Topspeed ist relativ niedrig bei mir, es sollte mir helfen, wenn ich alleine fahre.
dass ich da nicht zu viel Zeit verliere. Hier auch wieder ein bisschen weit. Also ich weiß nicht, manuelle Schaltung, finde ich, hilft zumindest im ersten Sinn, wenn mein Tank richtig voll ist. Zumindest in der ersten Kurve. Die erste Kurve ist mit Automatik und vollem Tank Horror, meines Erachtens. Also zum Überholen eigentlich gar nicht dann geeignet. Keine Ahnung, aber wir setzen uns erstmal vorbei und ich frage ihn erstmal, soll ich dich wieder vorbeilassen, weil er direkt neben mir war. Er hat gemeint, ja, wäre vielleicht besser, aber im Endeffekt habe ich ihm Innenplatz gelassen, bin außen dann vorbeigeblieben, weil ich selber gemerkt habe, eigentlich bin ich etwas schneller als Luis, oder sollte ich zumindest etwas schneller als Luis sein, wie sich in unserer einen Trainingssession zumindest abgezeichnet hat. Es war nicht viel, so 2-3 Zehntel pro Runde, wenn überhaupt, aber schon etwas. Und Luis hat auch selber dann zu mir gemeint, ich weiß nicht, habe ich das im Video reingeschnitten, dass ich mich jetzt absetzen soll. Und erstmal bleibe ich hier vorne. So langsam sieht man noch, ich treffe die Kurven einigermaßen. Der Ausgang war jetzt wieder nicht perfekt, aber es ging. Und da sieht man es, Runde 14. Habe ich mich deutlich schon abgesetzt von dem Luis-Zug, sag ich mal, der sich aber auch von seinen Hintermännern absetzen kann. Und bin bis auf gute 3 Sekunden an Spitzenfeld herangefahren. Der Prozess lässt jetzt auch endgültig abreißen. Ja, die weichen Reifen der Vordermänner gehen natürlich auch etwas schneller in die Knie als meine harten. Trotzdem konnte ich eigentlich ab Runde 7, 8 deutlich schneller fahren als die vorne. Und Runde 18 war es dann auch vorbei mit dem scheiß harten Reifen. Das heißt, ab jetzt nur noch weich. 71 minus 18 sind 53. 53 Runden auf weich durch 3 geteilt, ungefähr 17, 18 Runden immer. Das halten die Weichen auf jeden Fall aus. Bin ich mir sicher. Haben jetzt aber natürlich etwas Zeit verloren wieder auf die Spitzengruppe, dadurch, dass die Herren auf frischen Harten waren, wir auf mittelalten Harten. Und dann müssen wir jetzt natürlich volle Elle pushen. Kommen als Fünfter raus und haben freie Bahn. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und gucken wir uns jetzt mal den Abstand an. Immer noch 4 Sekunden, also eine gute Sekunde haben wir auf DH verloren. Und vor dem ganzen Zug, da ist Luis gewesen. Der ist dann eine Runde später als ich an die Box gegangen. Und 5 Runden später haben wir schon auf DH aufgeschlossen. Es waren hier auch sehr am Limit, wie man sieht. Also sehr, sehr am Limit. Mein Geschmack schon fast drüber. Aber das ist nun mal so. Ich wusste, ich musste pushen und Zeit aufholen. Und dieses Schild, was da zerstört wurde, dieses 50-Meter-Schild, das hat mich so irritiert. Ich hatte teilweise richtige Probleme hier in der Kurve, immer den Bremspunkt exakt zu finden. Aber es ging nach einer Zeit dann. Hier bleiben wir schön weit innen. Und holen auf DH auf, während ich schon auf optimal war, ist eigentlich nicht mein Ziel, weil ich wollte plus 1 haben, dann sobald ich auf weich war, pushen. Und das konnte ich nicht. Jetzt bin ich immer im Mittelstint, als ich hinter DH war, ein paar Runden auf Mager gefahren, um zumindest ein bisschen Benzin reinzubekommen, um ihn dann definitiv leichter zu überholen, ohne in direkte Benzinprobleme zu kommen. Und jetzt sind wir schon direkt dran. DH natürlich schon auf 10 Runden alten, harten Reifen und wir auf frischen Weichen. Na gut, ganz frisch sind sie auch nicht. Und jetzt verwenden wir hier unser Chaos, haben das uns etwas später für die Gerade aufgehoben, um ganz schnell dann im Windschatten zu sein. Und ziehen jetzt daneben. Sind dann schon vor dieser Kurve hier vorbei, bremsen. Treffen den Scheitelpunkt einigermaßen, vielleicht ein bisschen zu früh. Ich habe halt immer Angst gehabt, auch in den Testrennen. Wenn ich innen war und überholt habe, bin ich extrem weit rausgekommen immer. Und teilweise habe ich mich da übel verbremst und Zeit dadurch verloren. Das ging aber jetzt in dem Rennen hier ganz gut, während in Runde 30 der erste der beiden Fett und Jack, ich weiß nicht, wer ist es, Fett gewesen, an die Box geht. DH noch nicht, ich konnte mich aber von ihm absetzen, war nur noch 2 Sekunden hinter Jack. Also, die Sache ist aber, jetzt weiß ich auch, dass sie auf 3 Stops sind und habe den taktischen Vorteil nicht. Ich gehe 4 Runden später rein und die anderen beiden haben jetzt, auf Hartreifen sind sie auf jeden Fall gegangen, das kann ich schon mal verraten, ein paar sehr schnelle Runden rausgehauen, während meine Weichen schon ziemlich im Argen waren. DH bleibt erstmal draußen auf seinen harten Reifen. Also der probiert 2 Kurzstints auf weich zu fahren, glaube ich. Während ich, glaube ich, ich fahre ja auch noch 2 auf weich. Also ich fahre 2 etwas längere auf weich. Und bin jetzt, würde ich sagen, Pi mal Daumen, 6-7 Sekunden hinter Jack. Und habe dadurch erstmal 5 Sekunden jetzt praktisch verloren. Ja, 6 Sekunden, also etwas weniger als 5 Sekunden habe ich jetzt verloren während den Runden. Die muss ich jetzt natürlich aufholen mit den weichen Reifen. Was mir aber nicht ganz so gelang, springen wir gleich in Runde 53.
die Runde, wo ich zum letzten Mal in die Box ging. Also 3 Sekunden habe ich abgeknabbert von dem Vorsprung. Und das über einen Zeitraum von 18 Runden ist schon extrem happig. Also man merkt wirklich, wie gleich schnell wir vorne eigentlich waren. Wenn ich mich von DH gut absetzen konnte, 10 Sekunden waren es zu diesem Zeitpunkt, vor diesem Stint waren es ein bisschen weniger, ich glaube 5. Und wir gucken uns hier das nochmal an. Also ich wusste nicht bis dahin, auf welchen Reifen Fett und Jack waren. Und gehen jetzt für einen 18-ründigen Stint auf Weich an die Box. Und probieren dadurch einen Undercut jetzt zu haben. 3 Sekunden hatte ich vorher Rückstand. Ich hoffe, jetzt habe ich irgendwie nach dem Stop deutlich weniger. Und ja, auch hier kommen wir wieder mit freier Bahn auf die Strecke. Und ja, jetzt passiert einer der wenigen Fehler, muss ich sagen, in diesem Rennen. Bis auf die Sache mit Shadow natürlich. Ich gehe auf meine erste wirkliche Runde in dem Stint und verpasse den Bremspunkt in Kurve 1 und kürze hier ab. Was mir aber keine Zeit gebracht hat, werde ich gleich euch beweisen. Hier kommt Fett raus. Ein bisschen Zeit auf ihn habe ich gewonnen, aber ja gut, ich hätte deutlich näher dran sein können. Man kann jetzt natürlich nicht genau erkennen, wie viel Zeit ich verloren oder gewonnen habe da oben. Deswegen nehme ich jetzt einfach die Referenz aus der Runde danach. Das hier war eine 10-9, die Runde mit dem Fehler in Kurve 1. Und jetzt zeige ich einfach nur den ersten Sektor hier. Während Jack jetzt rauskommt. Also wir sind eigentlich dran an dem Zug hier. Na, jetzt haben die Kollegen vor uns etwas frischere Reifen. Und gute 8 Zehntel habe ich verloren. Das heißt, ohne die 8 Zehntel wäre ich vielleicht dran geblieben. Springen wir aber in die letzte Runde. Es ist wirklich nichts passiert. Ich bin weder näher rangekommen, noch konnten die beiden sich wirklich weit absetzen. Der hat ein bisschen rumgetrollt dann in den letzten Runden. Ist er so ein bisschen Rasenmäher gefahren, freihändig probiert zu fahren. An manchen Stellen hat er mir erzählt. Hat dadurch jetzt auch schon ordentlich Zeit verloren, während wir wirklich in der letzten Runde am Limit waren, weil Jack irgendwie etwas langsamer wurde als Fett. Und ich vielleicht gedacht habe, wenn ich jetzt nochmal ihn ordentlich unter Druck setze, vielleicht macht er ja einen Fehler, aber eigentlich ist er ein abgezockter Fahrer. Man merkt hier wirklich, ich war am allerhöchsten Limit auch noch in der letzten Runde. Und Benzin war auch genau on the edge, also zwischen optimal und minus 1. Da muss ich auch gucken, bin jetzt noch auf Mager. Aber wir konnten zumindest Jack sehen und nach 71 Runden seinen Vordermann zu sehen in einem, ich sag mal, Online-Rennspiel, das ist sehr, sehr selten. Also man merkt wirklich, wie eng wir vorne da waren. Auch DH war nicht weit weg. Allgemein, so hier minus 1 Runde sieht man wirklich komplett durchgeplant. Vielleicht springen wir wieder auf optimal. Und Fett hat gewonnen. Und da sieht man es, 5,7 Sekunden am Ende Rückstand. Nach 71 Runden ist wirklich nichts. So viel hatte ich ungefähr nach dem ersten Stint Rückstand. Fährt erster Jack, zweiter ich, dritter DH, vierter Shadow, fünfter. Strafe wird aber folgen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.